Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir Ebene 12 des gewundenen Abgrundes mit dem aktuellen Monatssegen, mit dieser tatsächlichen Explosion. Und ich glaube, die Gegnerliste, wenn ich mir die so angucke, ist wieder unverändert. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich kurz cheaten und mir angucken, welche Teams ich letztes Mal hatte, weil wir waren so kurz davor, 9 Sterne zu haben, wie ich, glaube ich, noch nie kurz davor war, 9 Sterne zu haben. Also das waren die Teams vom letzten Mal. Und da die Gegner gleich sind, wie gesagt, let's go. Und jetzt ist eigentlich das einzig Wichtige, dass man wirklich immer das mit dem Monatssegen beachtet. Also Elementarfähigkeit, Standardangriff, Elementarfähigkeit, Standardangriff. Einzige Problem ist, bei so starken Gegnern benutzt man halt oft den Charakter-Switch einfach nur, um dass der eine Charakter nicht stirbt. Das heißt, es wird jetzt schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Okay, oder man trifft seinen Standardangriff nicht, weil die Gegner so durch die Luft fliegen. Ja, das ist dann natürlich auch nicht so gut. Aber ja, Miko ist in dem Sinne echt krass eigentlich. Weil sie hat ja so viele Aufladungen in ihrer Elementarfähigkeit. Ist jetzt vielleicht bei den schwächeren Gegnern hier, die eh relativ gut down gehen, vielleicht noch nicht so wichtig. Aber, naja. Mal schauen. Also eigentlich kein guter Start, jetzt schon 30 Sekunden und ich habe noch keinen down. Immerhin sind das 8 Stück, die hier kommen. Na, wisst ihr was, das war nicht gut. Nee, also ich glaube genau, das ist jetzt wieder das, was ich schon die letzten Male gesagt habe. Wenn es so viele Gegner sind und auch eher schwache Gegner, dann bringt das eigentlich noch nicht so viel, dieser Monatssegen. Weil wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, dann macht man gar keinen Schaden mehr. Aber ich finde das so lächerlich. Ich meine, das sind Elite-Gegner. Und die schweben in der Luft, wenn Kazuha sie angreift, als wären es Schleime. Und kommen dann auch einfach nicht mehr auf den Boden zurück und du kannst sie einfach nicht angreifen. Was soll denn das eigentlich? Das ist ja absolut lächerlich. Also wirklich, ey. Komm schon. Boah, ich hasse die so sehr, ne? Ey, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Und was ich hier schon wieder zurückgehalten werde, ey. Und jetzt fliegen die so weit auseinander, dass ich sie wieder nicht treffen kann mit meinen Fähigkeiten. Und dann versinken sie wieder im Boden. Oh man. Also sie sollten denen echt mal ein bisschen mehr Resistenz geben, dass sie nicht so durch die Luft fliegen wie so kleine, keine Ahnung was, ey, das ist ja widerlich. Du kannst die Gegner nicht angreifen. Oh. Brutal ist fast besiegt. Ich hatte gehofft, dass da noch die Ultimate kommt, aber kam leider nicht. Jetzt habe ich sie. Hat einfach überhaupt keinen Schaden gemacht, leider. Ich meine, die zweite Hälfte ist deutlich leichter. Geht schneller, weniger Gegner. Weniger Probleme. Ich muss auf jeden Fall nochmal heilen, bevor ich hier rausgehe. Okay. Ja gut, müsste eigentlich passen, normalerweise. Müsste eigentlich passen. Sekunden. Oh, oh nein. Gelmir ist fast besiegt. Ich habe nur 18 Sekunden. Normalerweise müsste ich sie damit heilen können. Ja. Passt. No! Warum? Ach. Alter, seine Lebensanzeige war leer. 5-mal. Ach, jetzt ist Gelmir wieder Lowlife gegen den Mago Ukenki. Oh nein. Das ist schlecht. Oh. Es ist so lächerlich. Der Typ hat halt legit kein Leben mehr und geht einfach nicht drauf. Das ist schlecht. Das
Ich dachte es mir gerade schon, ich habe so viel Schaden bekommen und alle meine Fähigkeiten wurden schon wieder unterbrochen. Ah. Ach, das eine Vieh ist sogar ausgewichen. Hat er ernsthaft schon zweimal sein Schild bekommen? Das ist ein Witz, oder? Ich dachte, er trifft mich volle Kanne. Oh oh. No, no! Oh. Ja, ich glaube, der hat mal Ding gewone-shottet, ne? Ja, ich glaube, der hat mal Kokomi gewone-shottet. Mit Kokomi meine ich ja Miko. Ja. Jetzt beginnt der Real Struggle. Magu Kenki. Auf den muss man sich echt immer mental vorbereiten. Nein! Oh! Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Shingsho trifft nicht. Das ist eigentlich legit schon Katastrophe. OMG. Die Fähigkeit hält aber auch einfach 36 Jahre, die er gerade benutzt hat. Ich schaff's nicht, 18 Sekunden ist viel zu wenig. Jetzt müsste ich ihn quasi runterbursten in 9 Sekunden. Jetzt wird er aber ausweichen, genau. Oh! Hat das gezählt? OMG. Das war genauso knapp wie letzte Woche. Aber diesmal waren es 2 Sekunden weniger. Letzte Woche waren es gleich 6,59 und jetzt war es 7,01. Uff. Also gefühlt ist 56.000 zu wenig. Wenn Hu Tao fast tot ist und in Bennets Ultimate steht, wie zum Teufel macht sie da nur 56.000 mit ihrer Spezialfähigkeit? Ja, das ist wirklich ein bisschen unverständlich. Ja, wahrscheinlich wegen dem hohen Gegnerlevel. Okay, 1,5 Minuten haben wir fast. Ich weiß gar nicht mehr, was der Gegner... Ach, die unendliche Vorrichtung. Ja. Oder immerwährende, whatever. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Feel the light. A brash maneuver. Rain outlines your fate.
Verstehe nicht, warum ich nicht auf Beidou wechsle, wenn es kommt. Und das Vieh von oben runterstürzt. Genau dafür ist Beidou eigentlich da. Yo, wie lange bist du... Ey, das ist doch so lächerlich! Genau, wenn ich auf Beidou wechsle, hört er auf damit. Are you kidding me? Wo ist er? Da ist er. Wie treffe ich nicht? Der steht doch direkt vor mir! Ach, Mann, wieso muss man denn 3 Minuten warten, bevor man das Vieh angreifen kann? Wieso muss man da 3 Minuten warten? Meine Güte, ey. Das ist wirklich so unnötig. Natürlich wieder keine Fähigkeit ready. Hier brauche ich halt Yelan. Statt Beidou würde ich hier ab sofort Yelan mitnehmen. Das müsste halt insane abgehen. Oh shit, ist das wirklich Schaden gewesen. Ah, ich krieg nochmal Yoimiyas Elementarfähigkeit. Na, ja, das brauche ich gar nicht. Wir haben's. 9 Sterne ist da. Wir haben's. 9 Sterne. Endlich. Wir haben's. It's done. We did it. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Jungs und Mädels. Gute Arbeit. Einmal, ihr seht mich gerade nicht, aber einmal Hände schütteln darauf. Ich habe euch gerade virtuell die Hände geschüttet. Crazy. Also ich habe es schon einmal geschafft, ganz am... Oder ne, was heißt ganz am Anfang? Ich habe es einmal, habe ich es geschafft. Seitdem nie wieder. Das war legit vor einem Jahr oder so, dass ich das letzte Mal geschafft habe. Oder nicht, oder ich weiß nicht mehr, wann es war. Vielleicht war es noch nicht so lange her. Aber es ist auf jeden Fall schon ewig her. Crazy. Aber ja, das war die maximale Belohnung. Uff, war aber auch wieder echt knapp. Aber man muss immer noch sagen, und ja, ich weiß, ich müsste dran arbeiten, also meine Kokomi ist immer noch grottenschlecht ausgerüstet. Ich habe heute echt schlecht Beidou benutzt. Also ich, wenn ich alles nochmal neu probiert hätte und Beidou besser benutzt hätte, hätte ich auch viel mehr Schaden gemacht noch. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte, die mir heute aufgefallen sind. Auf jeden Fall. Also, an meinen Teams kann ich noch sehr viel verbessern. Aber meine Hauptaussicht ist eigentlich Yelan, weil... Na gut, das einzige Problem ist halt beim zum Beispiel Mago Ukenki, da kann ich nicht wirklich Yelan statt Beidou nehmen, weil Beidou ist da sozusagen mein Schild, mein Schutzschild. Aber gut, ich könnte einfach die Teams tauschen und quasi das Team ins erste Team packen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, Yoimiya plus Xingqiu plus Yelan, also Yelan und Xingqiu natürlich beide mit Spezialfähigkeit dann, ja, und dann halt Yoimiya Elementarfähigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ziemlich das Heftigste sein muss. Aber nicht das Heftigste, das safe nicht, aber es müsste ziemlich krass sein, ja. Und mir gefällt das einfach sehr. Also ich mag Yoimiya total, auch wenn sie echt unbeliebt ist. Aber ich mag sie sehr, den Charakter. Ist eigentlich der einzige Bogencharakter, den ich wirklich mag. Außer Yelan jetzt vielleicht noch, aber ja. Das wird auf jeden Fall nice. Aber wie gesagt, dauert halt alles ein bisschen. Also ich kann jetzt Yelan nicht in 0, nichts komplett maxen. Ich habe noch gar nicht die Ressourcen gefarmt und so aktuell farme ich noch Artefakte und ja, dauert ein bisschen. Aber vielleicht nächsten Monat in der ersten Hälfte vielleicht, da könnte Yelan vielleicht einsatzbereit sein. Da müssten die 9 Sterne, ab dann müssten sie eigentlich eine reguläre Sache sein. Also dass wir das immer schaffen, hoffentlich. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.